Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von bestens.de. Heute geht es um einen Gyros-Grill von der Firma Rosenstein und Söhne. Ich möchte alle wichtigen Eigenschaften des Geräts aufzeigen und dir eventuell bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du dir den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß! Bei dem Gyros-Grill von Rosenstein und Söhne handelt es sich um eine Konstruktion aus Edelstahl, die zum vertikalen Grillen gedacht ist. Der Grill verfügt über eine offene Bauweise, mit der ein direktes Servieren vom Spieß möglich ist. Der Mittelspieß kann mit Spießgabeln ausgestattet werden, auf denen Kebab, Gyros oder Hähnchen angebracht werden können. Der Spieß dreht sich gleichmäßig um die eigene Achse, wodurch die Lebensmittel schön gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Der Grill wird gut verpackt geliefert und kommt mit einem ordentlichen Lieferumfang. Es sind dabei einige hilfreiche Utensilien enthalten, die für die Zubereitung verschiedener Lebensmittel benötigt werden. Enthalten sind in dieser Hinsicht zwei Spießgabeln, zwei Rundteller und 7 Schaschlikspieße. Mit den Rundtellern lassen sich prinzipiell die meisten Lebensmittel zubereiten. Auch in unserem Test greifen wir deshalb auf diese Art der Befestigung zurück. Nützlich können die Spießgabeln und Schaschlikspieße aber zum Beispiel für Gemüse oder spezielle Sorten Fleisch sein. Die Wärme wird über ein Heizelement in der Rückwand des Geräts erzeugt. Diese ist mit einem doppelwandigen Edelstahlreflektor und einem Schutzgitter von den drehenden Lebensmitteln getrennt. Das Heizelement erzeugt die Wärme dabei mit einer Leistung von 2000 Watt. Unterhalb des drehenden Spießes ist eine Auffangschale für das abtropfende Fett oder sonstige ablaufende Flüssigkeit. Die Reinigung der Einzelteile ist dabei absolut problemlos, da man alles entfernen und separat säubern kann. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist mit den Teilen aus Edelstahl problemlos möglich. Eingestellt wird der Gyros-Grill über einen einfachen Mechanismus. An der Vorderseite ist ein Knopf verbaut, an dem mit Strichen die Minuten vermerkt sind. Dreht man an dem Knopf, so erhitzt sich das Gerät und der Spieß dreht sich für die angegebene Zeit. Es ertönt zudem ein dauerhaft klickendes Geräusch, welches einer Eieruhr ähnelt. Wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist, so ertönt ein lauteres, finales Klicken, welches darüber informiert, dass das Essen fertig ist. Ein Kontrolllämpchen neben dem Timer zeigt zudem an, dass das Gerät eingeschaltet ist und alles funktioniert. Die maximal einstellbare Zeit sind dabei 60 Minuten, die aber nur für wenige Lebensmittel vollständig benötigt werden. Bei einem derartigen Gerät sind natürlich auch die Maße von Interesse. Diese belaufen sich auf 28 cm in der Breite, 45,5 cm in der Höhe und 33,5 cm in der Tiefe. Das Gerät wiegt knapp 4 kg und das Fassungsvermögen wird mit 21 Litern angegeben. Es zeigt sich somit, dass es sich bei diesem Gyros-Grill um eine relativ kleine Maschine handelt, die auch einwandfrei von einer einzelnen Person bewegt werden kann. Wir haben bei unserem Test eine Kombination mehrerer Fleischarten gegrillt. Es handelte sich dabei um Hähnchen, Lamm und auch Hackfleisch. Das Heizelement wurde sehr schnell warm und so konnte man schnell beobachten, wie das Fleisch gegrillt wurde. Auch die Drehung des Spießes funktionierte ohne Probleme. Hinsichtlich der zeitlichen Einstellung haben wir etwas herumprobiert, bis wir die ideale Laufzeit herausgefunden haben. Als der Timer schließlich abgelaufen ist, ertönte der Signalton und das Fleisch war perfekt gegrillt. Mit ein paar weiteren Zutaten gemischt und der passenden Soße dazu, haben wir so in kürzester Zeit einen leckeren, frischen Döner gezaubert. Insgesamt ist der Gyros-Grill von Rosenstein und Söhne ein sehr gutes Gerät, um auch zu Hause einen leckeren Döner zu genießen. Bringt man das Essen auf den Spießen korrekt an, so lassen sich auch größere Mengen problemlos zubereiten. Zudem überzeugt das Gerät mit seiner Vielseitigkeit, da sehr viele verschiedene Lebensmittel mit dem Produkt zubereitet werden können. Haben wir dein Interesse an solch einem Produkt geweckt? Dann schau einfach in die Videobeschreibung. Dort ist das hier vorgestellte Modell mit dem besten Preis verlinkt. Falls Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Carsten von bestens.